Tagchen, ihr Lieben. So, das Donnerstagsvideo dürfte das sein. Ich drehe das jetzt gerade vor, damit ich die Sternzeichenlegung in Ruhe vorbereiten kann. Und dann gucken wir mal. Ihr wisst ja, mein Kanal ist ja eher so bestückt, wenn es Probleme gibt zwischen dir und deinem Gegenüber. Weil einen anderen Grund gibt es eigentlich nie. Ja? Wenn alles tutti paletti ist, dann würde ich niemals mir irgendwie Gedanken machen um Zukunft. Wie wird das? Wie wird das? Dafür seid ihr meistens selbst verantwortlich, ja. Und ja, die meisten haben dann immer irgendwie Sorgen, Problemchen, wissen nicht, wie es weitergeht. Und hauptsächlich dafür ist die Energie jetzt hier auch, ja, nicht um dir zu sagen, da kommt jemand wieder oder nicht, sondern wie du mit der Situation umgehst, die Phasen besser schaffst und alles, was sich reinhängt oder dein Gegenüber daraus macht, ist ja auch nochmal die Wirkung von dem, wie du dich gibst. Ja, ganz, ganz oft ist in diesen Prozessen immer wieder zu sehen oder auch zu merken, wenn du dich in einer Veränderung befindest, beziehungsweise auch anfängst loszulassen, dass auf einmal, da merkt jemand, du gehst, du fühlst dich gut, dann passen die Energien auch einfach nicht mehr. Ja, und das ist ja auch schade und traurig, wenn beide in so einem Mangelzustand sind. Der eine, der abhaut, befindet sich meistens im Mangel und hat erstmal zu tun, egal ob alleine oder irgendwo wieder zurück. Und auch du wirst da zurückgelassen, ja? Und deswegen, ihr Lieben, wir gucken einfach mal rein, welche Situation auf dieser Tarotreise könnte dich begleiten. Wenn du abnickst und sagst, ja, ist genau mein Prozess gerade, dann darfst du natürlich entscheiden, ob du dran bleibst. Und wenn du sagst, nee, ist überhaupt nicht meins, dann einfach auf YouTube gibt es genug Kartenleger. Wir haben jemanden, der einen Schlagabtausch oder gesprochen hat, ja. Es gab eine Situation, du oder dieser Mensch hat mit dieser Schaf gesprochen. Könnte aber auch sein, dass du zurückgefeuert hast, ja. Aber vielleicht hast du hier Worte empfangen, die dir gesagt haben, das bleibt jetzt so bestehen. Irgendjemand, der dir vielleicht auch manchmal Angst gemacht hat, ja. Ich nehme das Wort nicht gerne in den Mund, aber dafür gesorgt hat, dass du, ja, dich auch erschreckst über so eine Person, ja. Da war jemand sehr zielgerichtet, hatte irgendwas entgegengebrettert oder auch erzählt, gesagt, gemacht in Taten wie Worten. Und das hatte Wort, ja, Hand und Fuß. Das könnte eine Situation sein, wogegen du dich von der Stärke her nicht mehr gegen wehren konntest. Ja, jemand, der so ein letztes Wort, einen letzten Prozess hier gemacht hat. Und du wurdest, wie so oft und nicht selten, ja, dort stehen gelassen und hast nur noch dieses Bild im Kopf. Da hat jemand regiert schon fast, ja, dieser Mensch. Und du weißt jetzt nicht, was sollst du davon halten. Warst du stark genug, dagegen zu halten? Wir gucken mal, wie du, oh nee, ja, du warst hier wirklich komplett mit der Situation überfordert, am Boden zerstört, hast dich auch wirklich so gefühlt, das ist so, entwickelt man gleich so eine Traurigkeit, ne? Jemand, der total mächtig ist und einmal so was sagt und du völlig machtlos, ja, also wirklich jemand, der dich abhängt, ja, verbal jetzt oder auch für dich entscheidet, für dich mitentschieden hat. Boah, das ist ja ein Tobak schon wieder. Na, danke schön herzlich für die Energie, die ich hier immer kriege. Das ist aber auch gar nicht so schlecht, muss ich dir sagen, ja, wenn das hier alles so stimmt. Ich bin da sehr positiv gestimmt, dass sich das vielleicht anfühlt wie ein Teufelskreis, ja. Aber letzten Endes siehst du vielleicht gar nicht den Ausgang, den du hier bekommen hast durch deinen Menschen, der hier entschieden hat oder irgendwie was Kraftvolles durchgesetzt hat. Vielleicht siehst du hier gar nicht deine Rettung, in Anführungsstrichen, dieses, du bist hier nicht irgendwo abhängig, ja, du bist hier nicht irgendwie von jemandem an der Leine gehalten worden, ja, ich wünsche es keinem. Aber das ist hier so, du musst erkennen, nur wenn es passt, ja, sonst picke ich dir die Augen aus, nur wenn es passt,
dass das schon ein wahnsinniger Teufelskreis war und damit die Bindung hier zerstört wurde. Dieser Prozess kann sich eklig anfühlen, der kann sehr schmerzhaft sein, ja, weil du eben das Gefühl hast, oh Gott, ey, hier zerreißt es mir alles innerlich, ja. Ohne dich kann ich nicht, ohne dich will ich nicht. Vielleicht war so die Situation, ja, oder ist momentan so, eventuell. Jedenfalls fühlst du dich hier, du kannst nicht mehr agieren, ja. Du musst, dir bleibt gar nichts anderes übrig, als dich hier zu sammeln in diesem Prozess. Aber trotzdem erkennen, ob das hinten raus vielleicht nicht sogar die Rettung und Befreiung für dich war, weil vielleicht war die Konstellation immer so zu sehen, ja? Betrachte dich mal mit deinem Menschen. Vielleicht war das das Foto von euch, ja? Du immer in der Situation konntest nur hoch, wenn hier derjenige entschieden hat oder irgendwas bewirkt hat. Und ja, vielleicht war das hier so die Abhängigkeit, ja. Ohne diesen Menschen bist du nicht vorwärts gekommen, mit diesen Menschen irgendwie vielleicht auch nicht, ja. Nur wenn es passt, ihr Lieben. Nur wenn es passt. Wir gehen mal rein in die Person König der Schwerter. Kann eine Mann oder eine Frau, ist geschlechterunabhängig. So, dieser Mensch. Dieser Mensch ist aber mit dir schon angekommen gewesen, ja? Dieser Mensch hat dir auch nichts vorgegaukelt. Dieser Mensch war mit dir hier in der Fülle, in der Einheit drin. Ey, na, das ist ja dicke jetzt. Dieser Mensch hatte dich als Bindung, Liebe, emotional drin, ja? Fest, komplett, wenn es jetzt nicht die Liebe betrifft, dann familiär oder freundschaftlich hier wart ihr dicke. Was denn da zu Bruch geschossen? Wir haben hier 8 der Münzen. Jemand, der vielleicht sehr viel gearbeitet hat, dich vergessen hat durch die Arbeit, immer das Höchste wollte, selber sich Druck aufgebaut hat und gleichzeitig auch bei dir Druck aufgebaut hat. Und wir haben hier, für alle Neuen herzlich willkommen, ich küsse immer die Mäßigkeitskarte, weil ich das einer der wichtigsten Energien finde fürs Leben. Hier hat jemand die Mäßigkeit zerschossen, ja, die Energie, sich selbst wahrscheinlich in der Mitte zu halten. Hier ist jemand sozusagen gekippt auf die Seite, wo man sich retten musste, ohne auf Rücksicht von Verlusten für dich, ja. Ich sag's dir jetzt so in der Situation, hier war wirklich alles rein zwischen euch. Puh, müssen wir mal jetzt gucken. Was ist denn da los? Also das sieht mir hier schlagartig aus wie so eine eine Kurzschlussreaktion von diesem Menschen aus Überforderung. So, du bist die Herrscherin, ja? Du bist die Herrscherin. Erinner dich mal bitte an dein Bild der Gehängte. Ich kann dir nur sagen, dass vom Kartenbild her die Energie zu dir sagt, du bist nicht die oder der Gehängte. In deiner Person steckt eigentlich das Mächtige auch, ja? Was du mal wieder hochfahren lassen solltest, auch wenn du es nicht glaubst. Aber Selbstmitleid wäre jetzt hier viel am Platz durch die Karte, ja? Ich habe manchmal das Gefühl, einige Leute denken, ich brülle hier voll oder ich verstehe, dass jeder empfindlich ist in so einer Situation, aber ich sage das, was mir die Karten interpretieren, ja. Nicht bitte persönlich von mir jetzt so, weil ich könnte dich nicht angreifen, ja. Wir kennen uns nicht und deswegen, die persönliche Geschichte greift dich nur an, wenn du hier voll resonierst, dann ist es völlig okay, ja. Aber nimm es nicht zu persönlich, die Karte sagt einfach raus aus dem Selbstmitleid. Weil du warst im Gehängten, ja, oder siehst derzeit wirklich gar keine Möglichkeit rauszukommen mit dem Teufelskreis, aber oh doch, Achtung, du warst hier in einem Teufelskreis, wenn du ehrlich zu dir selber bist, ohne dir das einzureden, damit es passend wird. Aber hier wird dir angezeigt, Mensch, das Go, der Start wartet, ja.
Du kannst hier jetzt nach dieser Chance greifen und auch akzeptieren und verstehen, hier irgendwas loszulassen. Schon fast wie es wurde höchste Zeit, dass du hier wieder hochkommst. Wo hast du dich die ganze Zeit versteckt, ja? Ja, Blockaden. Wo hast du dich die ganze Zeit versteckt durch deine Blockaden? Du hast hier selber für den anderen gelebt, hast wahrscheinlich deine Aufarbeitung total vergessen. Die kommt jetzt hier, wo du von Glück reden kannst, dass du wirklich ein sehr starker Mensch bist und hier angezeigt wirst, dich kann man ernst nehmen. Du kannst auch dich selbst ernst nehmen. Das ist das Gute, ja. Du weißt, wenn du dir was in den Kopf setzt, ziehst du das auch durch. Und damit kannst du die Blockaden hier lösen, ja. Auch mit der Energie, das ist nicht der Mensch, von dem ich hier spreche, sondern das bist du, König der Münzen. Wunderschön, ja. Rein selbstbewusst werden, Stärke fühlen, du weißt, was du kannst, du weißt, was in dir steckt, du weißt auch, dass du Verantwortung übernehmen kannst. Die ganzen Blockaden, die hier durch euch beide entstanden sind, inklusive die du vergessen hast, bei dir aufzuarbeiten, kommt hier mit einer Mega-Energie raus und das weißt du, wenn du hier in Resonanz gehst. Du musst das jetzt machen und die Kraft dafür hast du, die Energie, das Ganze umzusetzen. Ja? Wird vielleicht ein bisschen schwerlastig werden, aber am Ende des Tages hast du hier Angaben im Kopf, wo du weißt, du möchtest dorthin. Und das sind zwei starke Energien, die Blockaden nicht mehr rauslassen. Ja? Also du schützt die einerseits mit der Herrscherin, du schützt aber auch andererseits deine Blockaden hier, damit die nicht bleiben. Also schützen, du schützt deinen Selbstwert hier, dein Vertrauen mit dem gleichzeitigen Handeln. Und dadurch wird sich die Karte hier auflösen, ja, sodass nur noch das übrig bleibt und du in Zukunft sagen kannst, na du lutsch erstmal meinen Schuhen, ja, so der berühmte Spruch. Ich habe hier geschafft. Aber das steht dir hier zur Verfügung, das will ich dir damit sagen, ja. Oh, darum hasse ich lange Haare. Also hasse nicht, aber bei mir. Im Herzen. Der Hierophant, die Erkenntnis. Haben wir hier die Widder-Energie mit bei, ja? Falls es wichtig ist. Und im Teufelskreis war noch der Steinbock. Die Erkenntnis. Das sickert. Ich glaube, dein Kopf muss ja anfangen, um zu verstehen. Sobald dein Kopf versteht und du vielleicht auch dieses erschreckende Foto siehst mit König der Schwerter und dich als Gehängter, als ob das so ein letztes Foto wäre, so ein Schnappschuss von außen, was du niemals so fühlen oder gesehen hast oder fühlen konntest, ist das die Erkenntnis, ja? Dir wird was bewusst. Der Kopf war ausgeschaltet, deswegen vielleicht auch dieser Schutz von diesem Kartenbild. Du musst hier aus der Blockadenwelt raus. Vielleicht hat sich hier schon so viel angesammelt, wo du von der Hälfte gar nicht weißt, ob das stimmt, ja, wie du denkst. Du bist ja einfach so, du hast gesammelt, gesammelt, gesammelt und jetzt muss das natürlich abgearbeitet werden, ja. Sammeln kannst du Briefmarken, aber keine Blockaden, bitte. Und das wurde hier so angezeigt. Vom Herzen musst du dir Mehrwert sein, ja, das weißt du. Wir haben hier, und da kommt auch dein Stopp, 5 der Stäbe. Die ganze Situation, die ganze Gefühlswelt war zu heiß, ist vielleicht auch schon 20 Mal entfacht, verbrannt, wieder aufgeflammt, verbrannt, immer wieder der Prozess, ja, sodass du erkennst, du musst dich jetzt dagegen stellen. Du musst deinem Herz hier fast sagen oder schon fast antrainieren, fühlen, ja, aber nicht mehr ausführen. Das ist so, du musst hier raus, ja, wenn sich die Situation mit deinem Gegenüber hier natürlich nicht ändert. Du sollst nicht abhauen, wenn jemand sich entschuldigt oder irgendwas gerade stellt. Aber jetzt so in diesem Prozess, wenn du immer so abnicken kannst und ja, war wirklich sehr schmerzvoll. Ich meine, einer alleine kann das Leid nicht produzieren, ja. Das müsst ihr euch immer bewusst sein. Und ich weiß, da, mir fällt das ja in den Videos auf, da springen wirklich sehr viele weg. Bei so einem Videos, wenn man so Ansagen macht, die sehr realistisch sind, wollen viele nicht hören, aber denen möchte ich auch nicht helfen, ja? Das ist ganz einfach so. Bin mir aber sicher, dass die meisten tatsächlich auch irgendwann wiederkommen, weil sie merken, also klingt jetzt sehr arrogant, aber das ist meine feste Überzeugung, ja? Ohne Realismus überlebt man nicht in diesem Leben, ja? Es sei denn, man rennt da wie so eine rosa Wattewolke rum. Aber da kriegt man nichts gebacken, ja? Das ist nun mal so. Man kriegt nichts gebacken, wenn man nichts umsetzt. Da kann man träumen und träumen schön finden, aber davon alleine passiert nichts.
Deswegen bleibe ich hier auch in dieser harten Angabe, dass du hier sehr viel verstehst, ja, und du wehrst dich jetzt zum Schutze von dir selber. Das hat nichts mit deinem Menschen zu tun, mit dem es generell hier Probleme gab, aber für dich in diesem Prozess musst du auch erkennen, du musst dir erstmal wieder auferstehen, ja, Kräfte sammeln, dich selbst ordnen, dir vielleicht nicht so viel vormachen. Auch dieses Wort stößt dann immer so auf, oh mein Gott, ja, negativ und bla. Aber ich meine das ja nicht böse. Hier geht's doch um dich, ja. Ich lege ja nicht für den anderen, dass der sich aufbaut. Ich meine oftmals für beide. Aber du, wenn du in Resonanz gehst, wirst du hier verstehen, das war doch alles nur noch eine Qual, eine Tortur, ja. Dieses vielleicht Abwarten, nicht passen von Antworten, nicht wieder mal das Eingetroffene, was du gehofft hast, was du geliebt hast an diesem Menschen, ist verbrannt, ja. Und auch hier nur, wenn du in Resonanz gehst, ich will dir nichts einreden, aber wenn du auf diese Tarotreise hier mit einsteigst oder einsteigen möchtest, dann war das so, dass du sagst, ja, es war wirklich nur noch Asche, ja, was ich vielleicht nicht mehr gemerkt habe aufgrund dieser Blockaden. Ich habe mich selbst verloren in diesem Teufelskreis, weil ich dort eine Aufgabe hatte, weil ich dort mal sehr stark geliebt wurde. Aber das war zu heiß. Die Kiste war irgendwie zu heiß. Ja, vielleicht war die Kiste oftmals wirklich zu heiß. Das hat euch noch zusammengehalten oftmals, weil das ist ja dann auch wieder so eine bindende Energie oftmals, die man leicht verwechselt, ja, wenn dein Gegenüber da nur deswegen kommt, das wäre ja auch traurig. Es sei denn, ihr habt so abgemacht, kann man ja trotzdem trauern. Aber hier bitte aufpassen, ja. Wir haben hier, ja, du möchtest doch auch wieder willkommen sein, ja. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn nur du jemanden willkommen heißen möchtest oder willkommen heißt, dass du alles gibst von dir und man bei dir schon fast alles ausgelöscht hast. Du hältst oder hast sehr lange wirklich die Flammen hochgehalten, ja, obwohl du vielleicht nicht wusstest, was kriegst du, was entsteht dort draus. Und das war auch dieser Grund im Herzen, ich will doch nur angenommen werden. Da muss doch jemand sehen, was ich mache, da muss doch jemand fühlen, wie ich liebe, ja. Ich gebe doch schon alles, ich habe doch hier schon alles verheizt, wortwörtlich. Aber wichtig ist, wenn es hier zutrifft und stimmt, wenn es nur das Gefühl ist, ankommen und willkommen sein, dass du das nicht mehr gespürt hast, dann kannst du das wirklich ersetzen, ja? Dieses Gefühl. Jemand, der es zu schätzen weiß, dass es dich gibt. Jemand, der dir auch zeigt, dass es schön ist, dass du da bist, dass man dich nicht missen möchte. Und wenn man geht, dann misst man dich in dem Moment, ja? Also man verzichtet drauf. Und das mache ich auch nur, damit ihr dort ja nicht weinerlich irgendwo zusammenbrecht. Das hat nichts damit zu tun, dass man euch nicht möchte. Aber wenn jemand freiwillig geht, ihr braucht doch nur mal in euch selbst reinhören. Würdet ihr jemanden, den ihr liebt, einfach verlassen? Einfach so? Weg? Tschüss? Würdet ihr Menschen, die ihr gerne um euch rum habt oder die ihr liebt, verlassen, bloß weil es euch schlecht geht in dem Moment? Nein. Ihr macht das nicht, weil ihr diese Menschen von Herzen liebt. Und da braucht man für die andere Seite kein Mitleidsbonus hochzufahren, ja? Ist leider so. Und wenn ich hier mit 1000 Abonnenten irgendwann Ende des Jahres nur noch sitze, es ist die pure Wahrheit, ja? Und ich glaube sowieso, dass sich hier sehr verschiedene Gruppen gebildet haben, was mir auch auffällt zwischen Glaube und Realismus, ja, mir fällt das sehr stark auf, es ist natürlich klar, aber hier, also ich werde auch in meiner Tarotreise immer wieder bestätigt, dass ich hier volles Maul durchbrettern kann, ohne dass ich mich schäme, was ich sage, ja, weil das ist einfach auch das Gefühl und eine Karte fällt nicht von 78 Karten einfach nochmal zufällig doch zum Fall zu, ja, das soll dann so sein. Aber es ist hier wieder der Teufelskreis angezeigt und das ist letzten Endes das, was du sehen sollst. Das, was dich vorwärts bringt, ja? Und nicht, ja, warte mal schön, bleib mal hier. Nee, selbst wenn jetzt hier jemand kommt, es bringt dir nichts, ja? Du hängst hier immer noch in dem Teufelskreis drin.
Ich bin kein Befürworter von Trennung oder Spielchen oder Logik durchziehen. Aber es geht hier um deine Person, ja? Es geht hier nur alleine um dich. Und wenn du hier schon alleine nicht rauskommst, passiert auf der anderen Seite lange noch nichts, ja? Falls du das auch wieder aufleben lassen möchtest. Das steht dir, das sage ich nie. Nimm die Finger weg, lass sein. Es geht hier immer um deins, ja? Und da musst du dich finden und fühlen. Und hier kommt nochmal der Teufelskreis im Herzen. Und das ist dominant, ja, zu diesem, was wir am Anfang geklärt haben. Und ja, was soll ich denn jetzt hier sagen? Für Ewigkeiten verbunden? Naja, da würde ich ja zusammenbrechen, ja. Also wenn ich so eine Legung sehe, wo mir dann jemand sagt, für ewig verbunden, ja. Hauptsache seelenverwandt. Yeah, wuhu, cool. Echt, heute bin ich so richtig provokativ. Da könnte ich auf dem Bildschirm kotzen bei so einen Sachen, ja. Bei mir hört man das gerade jetzt nicht, ja. Das ist nicht da. Es ist dual, aber dual ist das hier, ja. Und das ist nicht gesund. Das ist eine Co-Abhängigkeit, einen Ausgang suchen, und du weißt es genau im Herzen, wenn du hier resonierst, ja, um dich mal wieder jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und aufzufangen. Du weißt genau, was hier in deinem Herzen los ist. Was passiert hier? Was ist hier los? Wie findest du raus? Und dieses Wichtige ist ja, du musst ja auch lieb und nett und feinfühlig zu deinem Herzen sein, zu deiner Person, ja? Nee, Kilian, jetzt nicht gerade. Wie bitte? Kriegst du eine Reiswaffel? Ja. Jetzt nicht gerade. Kriegst du eine Reiswaffel? Ey, immer das letzte Wort. Steinbock, ich sag's euch. Aber hier, dein Selbstwert, ja, du hast mehr zu bieten, als nur zu trauern. Ja? Und das ist das, was du verkörperst gerade, wenn du dich hier angenommen fühlst in der Reise. Das ist das, was du gerade verkörperst, trauern. Und feinfühlige Menschen, wovon es nicht wenige gibt, Hälfte so, Hälfte so, die spüren das, dass du trauerst. Und dann ist die Energie dann auch wieder so, dann triffst du wieder nur auf trauernde Menschen, weil trauernd und trauernd können sich ja ihr Leid erzählen. Versteht ihr das Prinzip, ja? Und du wunderst dich, warum kriegst du dann aber immer nur so eine Heilfälle oder Trauerklöpse? Ach Mensch, dem geht's ja schlechter, dem kann ich dann vielleicht noch besser heilen, dann geht's mir, dann kann ich vielleicht meins vergessen. Nein, ja, bitte nicht. Erst ausheilen. Und nicht schönreden und geheilt sein, weil das haben auch viele drauf. Also nicht jetzt, dass ich euch meine, sondern das haben auch viele drauf, zu sagen, ich bin geheilt, weil sie es sich gerne wünschen in dem Moment, ja. Boah, meine Haare, die fummeln ja an der Nase. Wirklich von dir, das war keine Spitze. Von dir ehrlich sagen, ey, ich kann wieder Sachen mit Freude machen. Wie viel sehe ich hier, wenn sie schreiben, ich habe den Namen vergessen, Bergtouren wieder aufgenommen, die Tage schön genossen, wirklich mit so, also ich hoffe dann immer, dass es wirklich ehrlich gemeint war, dieses schönen Tag verbracht, Sachen wieder gemacht, die man jahrelang nicht gemacht hat, die sich dann bedanken, und dann, ich finde das so süß und denke mir so, boah, das freut mich voll. Das freut mich wirklich voll für die Leute, die es so geschafft haben und auch wieder diesen Mehrwert sehen und sehen, bloß weil man alleine ist, ja, ist man nicht weniger wert. Das ist dieses Schöne, und ich wette, dass auch da wieder neue Menschen und Kontakte gefunden werden, auch wenn man das am Anfang nicht hören will. Aber das ist ja hier schon wieder so eine Sturzlegung, wo ich nicht schönreden kann. Und das ist für dich ganz gut, ja? So, das hast du auch verstanden in der Zukunft. Also wenn du bei mir richtig bist, wirst du auch verstehen, ja Mann, ich muss jetzt hier meinen Arsch bewegen, ja? Ich muss hier hoch, ich muss raus, ich muss was machen, meine Energie lodert. Du merkst hier in der Tendenz oder in der Zukunft, kommend, wenn du das hier alles verstanden hast, du hast selber Hummeln unterm Po, ja, du willst hier, und du hast immer wieder Feuer bei, Feuerelemente. Du hast so viel Kraft verbrannt, und trotzdem lodert noch so viel Kraft, um das zu sein, was du eigentlich darstellst. Und das hast du hier in der Tendenz verstanden. Raus, auch radikal, ja, um dich wieder aufzustellen. Raus, probieren. Du guckst, wie weit du schaffst. Kannst ja pausieren, keiner verlangt von dir, dass du jetzt irgendwie ein Haus baust oder so, damit du dich ablenkst.
aber wieder in dich spüren und deine Energie vor allen Dingen fühlen und nutzen, ja? Wir haben hier die Prinzessin der Schwerter. Kleine Anfänge, ja, kleine geistige Blitze sind das, die dich hier in die Richtung leiten, zu sagen, ich spüre wieder, ja, ich spüre mich vor allen Dingen wahrscheinlich wieder, denkst du dir, ich muss hier was machen, ich fühle, ich komme wieder, naja, wie Phönix aus der Asche ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber ich fühle wieder, dass die Kraft auch in mir drin ist, ja, die habe ich bloß falsch verschwendet, die Kraft ist die ganze Zeit drin und hier kommen diese frischen Dinge einfach hoch, wo du dir sagst, so, Mensch, war heute gar nicht so schlimm oder Mensch, wie individuell, was waren das für Geistesblitze, ja, du fühlst dich hier wieder in so einer Power drin. So, König der Kelche, darf ich vorstellen, guten Tag. Entweder, wir gucken gleich rein, ja, kommt hier Mr. oder Mrs. Flitzebiene zurückgerannt. Oh, das ist schon wieder Karma bei mir, war klar. Oh. Oder, wenn du Mrs. oder Mr. Flitzebiene, und ich meine das nicht abwertend, aber das sind ja meistens Flitzer, die verschwinden deswegen, ja, oder irgendwo wegfliegen und dich trotzdem beobachten. Flitzebiene. Oder hier wartet jemand, der dir verhilft, ja. Sag, Tachchen, Mensch, du gefällst mir aber in so einer Energie. Da steckt ja richtig Feuer hinter. Du hast ja Power, so ungefähr, ja. Das reizt hier jemanden, ja. Der hat vielleicht schon ein Auge auf dich geschmissen oder beobachtet dich oder lernt dich irgendwo bei diesen Aktivitäten kennen, wo du wirklich brennst wieder, ja. Da ist natürlich eine Aufarbeitung hinter, aber da sagt jemand, Tachchen, ich hätte ein Herz zu verschenken. Und zwar so, dass du sicher bist, ja, als König. Ach Mensch, guck mal, Tachchen, kommt Zeit, kommt Rat, kommt König der Kelche in Fahrt. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt König der Kelche in Fahrt. Und du mit deinem Feuer, es ist dir nicht ganz geheuer, weil es fühlt sich alles an neuer. Da ist er. Der Alte müsst ihr wissen. Oder die alte Person, ja? Also die Person, um die es jetzt hier geht, das müsst ihr wissen, ja? Das ist ein Prozess, der entweder trefft ihr hier nochmal aufeinander oder nicht. Es geht mir um deine Entwicklung. Ich wiederhole es gerne noch 5-mal. Mir geht es nicht um diesen Prozess. Wie kommt ihr wieder zusammen, wenn jemand Flitzebiene gespielt hat, ja? Einmal okay, aber nicht in der Länge von, wir sind im halben Jahr mal wieder da und zeigen uns, ja. Darauf kommt es an, ja. Und auf dich kommt es an, ob du das zulässt. Wenn du das zulässt, bist du geheilt. Wenn du es nicht zulässt, weißt du noch, okay, ich brauche noch Zeit. Aber dieser Prozess wird sich wiederholen, ja. Das kommt Zeit, kommt Rat. Kein Druck machen, kommt Zeit, kommt Rat. Derjenige ist für dich bestimmt, sobald du sagst, Zuckerpuppe oder Zuckerpüpper, Püpper, Zuckerpupperig. Könnte man mal probieren, ja? Weil ich bin jetzt wieder geerdet, ich bin jetzt wieder voll in meiner Linie drin. Jetzt gehen wir aber mal rein. Also, potenziell oder dein Gegenüber um diese Person, weil nicht jeder hat hier was mit Liebe zu tun, ja? Deswegen achte ich natürlich auch darauf, wenn sich Familienmitglieder wieder treffen wollen oder Kinder, die gehören natürlich zu den Eltern und die Eltern zu den Kindern, ja, da wird ewig mein Ansatz bleiben. Das wäre traurig, wenn da keine Zusammenkunft mehr kommt oder Eltern oder so. Wir gucken mal rein. Bei Liebe entscheidet einfach ihr und werdet ihr auch merken, ob ihr diesen Menschen überhaupt noch in dieser neuen Entwicklung zurückhaben wollt, ja. Wir haben hier, was hat dein Gegenüber hier für Instrumente benutzt, um sehr kreativ oder auch sehr groß auf dich zu wirken. Hier hatte man sehr viel in der Hand, das gibt's doch gar nicht, ja? Um dir die Liebe wirklich zu zeigen, ja? Hier lag etwas ganz Besonderes und da verstehe ich das dann auch. Aber es könnte in jeder Verbindung wirklich ein ganz besonderer Mensch für dich darstellen, auf den du nicht verzichten kannst oder möchtest, ja? Wie Familie, wie Freundschaften, wie alles. Wenn es sich um Liebe handelt, dann konnte hier wirklich jemand
dich verzaubern, magisch, ja. Hatte auch am Anfang wirklich alles dabei. Es war auch wirklich echt. Also ich kann deinem Gegenüber hier nicht sagen, dass man dich hier von Anfang an verarscht hätte, falls du das denkst, ja. Überhaupt nicht. Es war nur ein schwierigerer Weg, ja. Hier scheint irgendwas nicht so einfach gewesen zu sein. Entweder ein Abstand, eine Fernbeziehung, Diskussion, dass man sich mehr sieht. Es war wenig Zeit für euch. Es ist wenig Zeit gewesen. Uff. Da ist es wieder. Also große Wahrscheinlichkeit, dass auch diese Person wieder in dein Leben tritt, ja? Na, an dieser Heilungs-, wo du kommt Zeit, kommt Rat hattest. Dieser Mensch weiß auch, dass das bestimmt war zwischen euch, dass es nicht einfach so eine harmlose Begegnung war, die man einfach so mal vergisst, sowieso nicht, ja? Wir haben hier 4 der Schwerter. Im Herzen ist jemand ein bisschen lahmgelegt, macht sich Gedanken über das Geschehene, ja? Braucht Ruhe. Emotional braucht hier jemand Ruhe, geht ins Unterbewusstsein auch. Aktuell. Aktuell, ja? Das sind immer Tagesenergien verschieden. Der kann morgen schon wieder in der Stadt rumspringen und mit seinem Beutel wedeln. Ich hoffe nur mit dem Beutel. Hier braucht jemand Ruhe. Denkt nach heute. Und wenn ihr das Video eben erst im November oder September anklickt, dann ist das energetisch gesehen wirklich für heute, ja? Wenn ihr das Video guckt. Hier, wie ist die denn komisch? Als, die ist ja nicht mal rausgefallen, ja? Ich wollte die noch so rausschnipsen, die Karte. Und das ist so, wie als ob jemand selbst nicht loslassen möchte. Ass der Kälte. Hier fühlt jemand in der Ruhe, welche Verbindung, Bindung zwischen euch war, ja? Hier macht man sich ganz viel Gedanken um diese Gefühl, dieser Gefühltransport zwischen euch war ein besonderer. Und die ist nicht mal rausgeflogen, ist eine Karte geflippt. Die ist nicht mal rausgeflogen, so als Anzeichen wie, ich nehme sowas ja ganz gerne, das will man festhalten, ja? Weil die eben auch wirklich nicht geflogen ist. Und hier möchte man vom Herzen her auch was loswerden, ja? Hier, also, das ist wirklich eine besondere Type hier, ja? Oder ein besonderer Mensch für dich. Wirklich extrem besonders. Nicht einfach nur jemand, der daherkommt und den man mal kennenlernt und wo es wirklich wehtut, sondern das ist hier jemand, der dich auch nicht loslassen kann, so einfach oder will. Hier steckt ja ganz viel in der Tiefe. Hier weiß man, das ist die Bestätigung, ja? Hier geht man in sich und hier weiß man, dass die Fülle mit dir existiert. Das ganze Herz ist ja nur bepackt von so ein Sachen hier. Das ist der Wunsch, dass du ein Machtwort gesprochen hättest, ja? Entschuldigung, impulsiv einfach raus. Du hattest ihn oder sie als König der Schwerter. Das Erste, was mir einfällt, hier hätte man sich gewünscht, dass du anders reagierst oder was anderes sagst. Ich habe keine Ahnung, warum, ja? Hier hat man schon fast die Strenge vermisst. Hier hat man schon fast wirklich so die Strenge vermisst. Vielleicht auch so nach dem Motto, na, hättest du es mal vorher vielleicht alles gemacht oder hättest du mir vorher nicht so viel durchgehen lassen oder was du alles dulden lassen hast. Das ist nicht die Angabe, dass du hier rumpöbelst, aber hier sehnt sich jemand nach diesen Grenzen, ja? Hier versteht jemand, du hättest viel früher die Grenzen setzen müssen. Oder wäre mir das viel früher bewusst geworden, was hier passiert ist. Aber im Herzen bist du, also deine Ansprachen schlagen hier auch noch rein, ja, die Worte, die du gesprochen hast. Aber trotzdem hatte ich das als Impuls. In die Tendenz gehen wir rein. Hier beschäftigt sich jemand sehr viel mit seiner Tiefe, mit seinem Unter- und Überbewusstsein. Naja, höhere Perspektive nennen wir Überbewusstsein, ja. Aber ihr wisst schon, hier guckt man einfach nochmal in der Tendenz, wie könnte ich das zusammenkriegen? Funktioniert das mit uns? Oder gibt es da vielleicht störende Glaubensrichtungen oder Ansätze, die euch hier auseinandergeboxt haben? Auf jeden Fall ist das wie so eine Ansichts...
ein Ansichtsproblem, ja. Du hast eine ganz andere Meinung als dein Gegenüber hier. Und da ist dein Gegenüber jetzt hier drin, der Mensch, um den es geht, der versucht, kriegen wir das überhaupt jemals zusammen, ja, wenn einer so denkt und der andere so, wenn ich vielleicht so eine Sache machen möchte und du aber nicht. Irgendwo gab es da schon so Differenzen zwischen euch. Guck mal. Und man weiß, dass man dich damit unglücklich gemacht hat, ja? Man geht auf dieses Thema nochmal ein. Man erinnert sich hier in der Anlage. Hier ist man schon fast ratlos. Man würde gerne, aber man weiß nicht, wie ihr zusammenkommt, ja? Wie man das regeln soll. Ihr habt wahrscheinlich wirklich ganz verschiedene Ansichten. Oder hier hat sich jemand so ein Boxhorn geleistet, dass man weiß, wie doll man hier wehgetan hat, ja? Dass man hier reingeht und weiß, oh Gott, ey, ich habe so eine Enttäuschung hinterlassen. Wir gucken mal weiter. Wir haben hier 9 der Kelche. Hier möchte jemand für dich selbst Liebe haben, ja? Hier möchte dich jemand wieder oben sehen und nicht so. Das sind so die letzten Bilder, die man hier mit rumschleppt, was ich hier hinterlassen habe. Das kommt wieder rein. Ich möchte dich so sehen. Ich habe die Bilder vor mir, wo du glücklich warst. Und ich kenne dich auch nur so, ja, König der Stäbe. Das, wo du in deine Tendenz kommst. Zum ersten Mal muss ich sagen, befürworte ich ja auch den Prozess, dass du einen Seelenpartner hier hattest, wenn nicht sogar ein Familienmitglied oder, ja. Also, ich lehne mich sonst nicht so weit raus, aber Seelenpartnerschaft schon, weil ihr kanntet euch hier schon fast in- und auswendig. Zu gut. Sehr dual, ja. Und man hat dich immer in jeder Linie irgendwie mit drin. Man macht sich Gedanken, man schämt sich auch ein bisschen, man überlegt, wie könnte man das lösen. Man kennt dich auch nur als Energiebündel, da wo du ja wieder rein solltest. Na, was ist geflogen? Und das wäre mein nächstes Wort gewesen, bevor dieses kommt Zeit, kommt Rat kam, ja? In der letzten Tendenz bei dir. Da solltest du ja in dieser Linie wieder König der Stäbe werden. Und ihr sprecht auf dem Tisch einfach miteinander, ja? Ihr sprecht auf dem Tisch. Dieser Mensch hat den Wunsch, dass du wieder aufstehst, ja? Dass du das wirst. Man weiß aber auch, dass man dich so verlassen hat. Ich gehe mal bei gehängt da. Dass man dich so verlassen hat. Man hat dir die Kraft genommen, weil man einen anderen Weg gegangen ist, ja? Also die Karten, die sprechen gerade richtig flüssig und schön. Man weiß, dass man das verursacht hat, indem man sich für einen anderen Weg entschieden hat und dir die Kraft genommen hat. Haben wir hier auch wieder Krebs, Löwe, Steinbock hatten wir drin, Widder hatten wir drin. Die Liebenden mit einer Zwillingsenergie. Das war es, glaube ich, ne? Sehr viel Feuerelemente. Na, sag mal. Könnt ihr erzählen, was ihr wollt. Also ich glaube, ihr seid das, ja. Ihr werdet euch nochmal irgendwann sehen. Und wenn nicht, wird das einfach die Geschichte für dich sein, das war Rat des Schicksals. Du solltest hier was draus lernen, ja? Du wirst ja auch was draus lernen, aber ich kann jetzt wahrscheinlich nochmal diese Rat des Schicksals runterhauen. Das ist ja die ganze Zeit wirklich, merkt ihr das, ja? Das wird sich lösen, so oder so. Aber hier macht sich jemand wirklich richtige Gedanken um dich. Wenn wir die Hohepriesterin mal kurz auflegen oder klären, wo gehen die Gedanken hier hin, ja? Dass man dich abgelehnt hat. Das ist wirklich zu viel in der Tendenz, schlechtes Gewissen. Man leidet hier fast selbst. Man hat hier ein schlechtes Gewissen, ja? Vielleicht hat man hier auch so viel verbockt, was es gar nicht mehr gilt, gut zu machen. Dass man dich abgelehnt hat, den neuen Weg gesucht hat, dich eben in dieser Position hier hängen lassen hat, ja? Im wahrsten Sinne des Wortes. Hier kommt irgendwas zustande. Wichtig ist aber, dass du hier, auch wenn jetzt hier nicht ein Ergebnis rauskam, aber hier kommt was zustande bei euch beiden, ja? Bei euch beiden kommt hier was zustande und dein Gegenüber arbeitet hier volle Präsenzpower mit energetisch gleichzeitig. Wir gehen mal rein.
mit den Kipperkarten. Ob wir hier was sehen? Hier ist jemand kurz erkrankt und zu hohen Ehren kommen. Also das ist auch nochmal sehr gut. Man macht hier eine Pause. Vielleicht ist das auch viel erschwerter gewesen in diesem Satz, dass man sich, wenn man eben gesundheitlich angeschlagen ist, macht man sich ja immer die meisten Gedanken. Was hat man falsch gemacht? Hätte ich jetzt dich an meiner Seite, würde ich schneller regenerieren oder genesen? Ja, man macht sich hier Gedanken. Habe ich zu viel verlangt? Ich merke, dass das alles selbst geschlaucht hat. Man möchte hier aber wieder das Ziel erreichen, ja? Man sieht schon das Große, dass man auch das mal hatte oder auch da ankam. Man möchte wirklich hier nicht zurückfallen, sondern schon vorwärts. Und dieses Vorwärts heißt, wir können eure eigene Energie jetzt auch nochmal aufdecken, eure eigene Energie. Wann wird hier die Tendenz dann fruchten? Auch nochmal Widder, ja, wenn euer Kampf startet. Ihr merkt beide, dass ihr hier so einen Kampf anfangt, von der Energie her dieses Starke rauszulassen, dass ihr euch beide hochbekommt. Du, weil du die Blockaden, die kamen bei dir auch schon, merkst und los und abarbeitest, loslässt und abarbeitest. Das war ja bei dir in der ersten Legung. Und dein Gegenüber setzt ein mit, hier wird einem was zu unsicher, ja, man sucht die Stabilität wieder. Könnte wirklich sein, dass man hier nachdenkt, was habe ich hier versaubeutelt, ja? Ich muss dafür sorgen, dass es wieder zusammenkommt, langsam, ja? Ich muss gucken, ob wir das wieder langsam aufbauen können, die Stabilität hier reinbauen können, ihr Lieben. Das ist zumindest der Grundgedanke von deinem Gegenüber. Aber ihr und der Wunsch auch ist, dass ihr wieder in die feurige Energie reinkommt, ja? Weil so mit Gehängten und Teufelskreis auf gar keinen Fall, ihr Lieben. Ich kann ja noch mal aktuell euch beide kurz gegenstellen. Aktuell für jetzt gerade. Wie steht ihr zueinander? Ihr seid geschieden, ja, entschieden. Wie steht ihr zueinander? Ich wollte eigentlich nur mischen und jetzt quatschen die weiter. Wir haben 9 der Stäbe, ja, für beide belastend. Ich wollte einfach nur aufhören zu mischen, ohne dass hier eine Karte rausspringt. So, das bestimme ich nämlich jetzt. Die Energie gegeneinander. Verlust. Ja, ich kann machen, was ich will, ja. Hier hat jemand verstanden, ich habe verloren aktuell. Verlustangst. Ziehen lassen, kann hier was nicht mehr halten. Und bei dir immer noch zum dritten Mal der Gehängte, ja? So, die Situation ist hier gerade los. Der Teufelskreis, der hier erkannt wird. Niemand weiß so richtig, was passiert, was ist los, wie geht's weiter. Und dafür war die Legung wichtig, ja? Mit der Erkenntnis hinten raus zur Tendenz. Hier wird man sich bewusst, was konnte ich nicht halten? Was habe ich vielleicht alles halten wollen? Wogegen habe ich mich gewehrt? Wo habe ich übertrieben und habe nichts gegeben? Und das ist hier so deins. Was aber wirklich schön wird, ja? Keine Sorge, ihr Lieben. So, wir sind durch. Ich schlage ab. Schlagt ein. Bleibt gesund. Danke fürs Zugucken. Und toi, 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 dass alles gut wird. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.